Tanzdisziplin eine so große Leistungsdichte an der Spitze, dass man da schon kräftig mithalten muss, wenn man da vorn hin will. Die Münchner, Lenz Niederreier, sind heute in toller Form. Sie waren das letzte Mal bei den deutschen Meisterschaften Achte, also nicht im Finale. Diesmal wollen sie unbedingt rein. Wer ist noch dabei? Mit der Nummer 21, Sebastian Linz und Eber Wartjes aus Bremen. Mit der Nummer 30, hier im Vordergrund, Martin Schurz und Lone Piel aus Düsseldorf. Und hier Alexander Montanaro und Daniela Skarpel. Sie waren zuletzt Sechste bei den Titelkämpfen. Also auch im Halbfinale mit der 37, Axel Wilhelm, Bianca Leb. Und mit der Nummer 30 noch einmal Martin Schurz und Lone Piel. Und hier die Münchner, Lenz Niederreiter. Mit der Nummer 21 noch einmal die Bremer. Also noch dabei mit der Nummer 18, Christian Christitsch und Bianca Junginger aus Calw. Schneller Wechsel, also zwei Runden gibt es hier, jeweils sieben Paare auf der Fläche. Der zweite Samba. Hier vorne im Vordergrund Cavallini Vincel mit der Nummer 4. Dann sind noch dabei die Geschwister Stelter aus Berlin mit der Nummer 33. Mit der Nummer 5, Felice Di Guglielmo und Sandra Stube aus Mannheim. Und mit der 15 natürlich dabei Naila Skatinas und Anita Potz aus Calw. Und jetzt hier die beiden Paare nebeneinander, 23 die Müllers. Und dahinter mit der Nummer 4, Cavallini Vincel. Die Wertungsrichter sind um die Fläche verteilt, beobachten aus verschiedenen Punkten und wie gesagt, Rhythmus, Charakteristik, Tanzhaltung, Bewegungsabläufe, die Technik, die Fuß- und Beinarbeit, die Körperbewegungen und die Körperlinien und der Ausdruck, die rhythmische Gestaltung und die tänzerische Darstellung, das sind die Wertungsgebiete. Erste Runde Cha-Cha-Cha mit Montanaro Skarpel, mit den Stelters aus Berlin. Auch
deutliche Steigerung auch bei den Müllers, die ja in Pforzheim beim Club sind, aber in Rastatt wohnen und dort auch arbeiten und leben. Also die zweite Runde. Und immer wieder mal vom Turnierleiter Peter Neumann so eine kleine Pause, eine Kunstpause, denn die Paare, die sind doch ziemlich mitgenommen. Und manch Turnierleiter sagt dann auch, lasst mich mal ein bisschen reden, damit die ein bisschen tief Luft holen können. Wen haben wir noch dabei? Mit der Nummer 32 sehen Sie da Oliver Seefeld und Yvonne Sikira. Am besten tanzt, wer den Charakter des Tanzes am besten rüberbringt. Gleicher Takt, gleicher Rhythmus und dennoch viele Unterschiede, wie denn die Paare den Tanz interpretieren. Da gibt es also doch sichtbare Unterschiede und das ist das, was die Wertungsrichter dann herauspicken und als Grundlage für ihre Entscheidung nehmen. 18, 20, 30 und 33. 6, vielleicht 7 Paare können das Finale erreichen. Und alles muss jetzt hier bei der Rumba spielen. Der Gesichtsausdruck, der Körper, die Hüfte, das Gefühl muss sichtbar werden. Martin Schulz und Lone Piel mit der Nummer 30 aus Düsseldorf. Non esiste un momento del dia in che pueda parlarne de ti. Parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surcas tú. In bestechender Form auch dieses Paar mit der Nummer 17, Carsten Krause, Petra Wasikowski. Si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, de sólidas estrellas, contigo a la distancia. Es ist schon etwas dran. In der heutigen Form drücken die Grundbewegungen oder viele Grundbewegungen der Rumba immer noch das Urstreben der Frau aus, den Mann durch weiblichen Charme zu beherrschen. Zumindest aber
ihn anzulocken und dann erst einmal eine Verweigerung auszusprechen, um ihm Appetit zu machen und dann vielleicht sich doch noch zu ergeben. Da ist sie, Anita Potz, die geborene Ungarin. Es geht hier auch um die Plätze hinter den beiden großen Paaren. 3 und 4 ist umkämpft, 5 und 6. Da gibt es viele gleichwertige Paare. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía. Zuletzt mit der Nummer 37, das waren Axel Wilhelm und Bianca Leb. Immer wieder die alte Frage, muss man ein Liebespaar sein, um eine Rumba perfekt hinzubringen? Es ist vielleicht gut, wenn das Gefühl echt ist, aber es ist genauso gut, wenn da perfekt gespielt wird, wenn eine perfekte schauspielerische Demonstration gezeigt wird. Denn die ist dann von irgendwelchen Neigungen oder auch Steilereien unabhängig. Jetzt also der Paso Doble. Da ist Nailas Katinas mit Anita Potz, er, der aus Litauen kommt, seit einigen Jahren in Deutschland arbeitet. Es ist, das steht jetzt schon fest, ein hochklassiges Turnier, diese deutsche Meisterschaft in Augsburg. Super Leistungen, super Paare, die letzten 14 absolute Klasse. Paso Doble, zweite Runde mit den Paaren. Es geht also in die zweite Runde, Paso Doble, nochmal die Möglichkeit, Stolz, Beherrschung, Disziplin zu zeigen. Den Tanz herausbringen, diesen stolzen Tanz. Thank you.
Und jetzt noch einmal ein tiefes Atemholen. Es geht in die letzten zwei Runden. Seif. Da wird Tempo verlangt, da wird Kraft verlangt. Und trotzdem, weil gerade viel Tempo drin ist, gibt es auch viele Fehlerquellen. Trotzdem also Disziplin, Ordnung. Und da wurde eben noch einmal zugelegt von den Müllers, aber auch von dem Paar mit der Nummer 15, Katina Spotz. Es ist ein Tanz, weich und katzenhaft und manchmal ist es ein Rausch an Bewegung, dann wieder aber Ordnung und Ruhe drin. Und die Bewegung folgt diesen monotonen Schlägen des Rhythmus und gibt den Tänzern, ja, soll geben, eine befeuernde, eine antreibende Kraft. So, der letzte Jive. Und dann wird wieder gerechnet und dann wissen wir, wer in das Finale kommt. We'll be right back.
Klare Sache, liebe Zuschauer. Bei diesem Finale redet ein Reporter nicht rein. Da genießen Sie Musik und Bewegung ungestört. Worauf kam es jetzt an? Tanzen oder Show? Das war ja die Frage. Hier die Petra Wasikowski. Erkennen und ausdrücken und ausdeuten der Musik. Paartanzen oder Solo? Präzision, Feeling, ohne Übertreibung? Das sind so die Punkte, die die Wertungsrichter jetzt auszudeuten haben. Wie gesagt, 6 Herren und eine Dame, die Andrea Behr. Und vom ersten Tanz hängt ja manchmal schon viel ab. Samba haben die Müllers eigentlich fast immer gewonnen gegen diese hier, gegen Cavallini, Winchell. Also der erste Tanz, da kommt die Wertung für Cavallini, Winchell. Das ist ganz klar der zweite Platz. Alle einstimmig. Also da noch keine Überraschung. Jetzt die Wertung für Katinas Potts. Auch eine klare Entscheidung, der vierte Platz. Ja, das ist also auch schon besser als vor einem Jahr, da waren sie Fünfte. Jetzt Carsten Krause und Petra Wasikowski. Auch eine klare Entscheidung, wie im Vorjahr, der dritte Platz jetzt hier nach dem ersten Tanz. Aber sie sind stark drauf. So, jetzt kommt also die Wertung für Carsten Lenz und Monika Niederreiter aus München. 1, 2, 3. Oh, fünfmal die 5, zweimal die 6, also klare Majorität für den fünften Platz nach Samba. Und da bleibt jetzt Alexander Montanaro und Daniela Skarpel, das ist umgekehrt. Da sind 2 Fünfer und sonst 6er dabei, also wie im Vorjahr der 6. Platz für das Paar, dessen Stärke ja in beiden Disziplinen liegt, also wenn es über 10 Tänze geht. Und jetzt die Müllers, logisch, da bleiben nur die 1er übrig. 7-mal die 1 für Ralf Müller und Olga Müller-Omeltschenko. Der Anfang ist gemacht. Er ist nicht überraschend. Das hat